Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 vom Hof der Familie Chaos aus Bettingen zusammen mit meinem wundervollen Schatz. Hi, mein Schatz. Hallo. Und ja, wie gestern im Stream eigentlich schon gesehen, ihr habt es ja gestern, oder wer den Stream geschaut hat, hat es ja gestern gesehen, die Bettingen ist ja gefixt worden. Also sprich, es gab einen kleinen Hotfix von Tune War. Jetzt läuft die Betting wieder ganz normal seit ein paar Tagen. Und wir haben ja gestern im Stream das erste Mal wieder mit der Betting gearbeitet. Und hatten sie ja davor ein bisschen ruhen lassen, zwei Tage. Der erste Tag, weil da noch kein Update da war. Der zweite Tag, weil wir uns einfach an unserem Halbjährigen eine kleine Auszeit gegönnt haben. Und heute wollen wir wieder ganz frisch ans Werk gehen. Und hey, wir werden gleich mal mit der super Arbeit anfangen, nämlich dem Ballen aufsammeln. Wobei ich gerade festgestellt habe, dass bei mir Tasten nicht richtig belegt sind. Moment, ich muss mal ganz kurz auf meine Joystick-Einstellung. Irgendwie hat der Frontlader hoch-runter nicht richtig drin. Frontladerarm heben. Heben. Ui, hey. Frontladerarm senken. Bei mir bleibt das Spiel hängen. Echt jetzt? Na, gerade hat es ziemlich gebackt. Mal wieder. Was machst denn du? Ich muss gerade was an die Tastenbelegung hier ändern. Ja, irgendwie ändert es bei mir mit wahrscheinlich. So, weil er sonst... Jetzt geht er wieder. Weil mein Frontladearm nicht funktioniert hat. Okay. Zum Ballen aufladen. So. Nur aber. Wir haben ja gestern im Stream haben wir ja hier gemäht, Ballen gepresst und diese Ballen werden wir jetzt verladen, damit wir sie verkaufen können. Wir wollen nämlich die Heuballen verkaufen. Können wir die nicht gebrauchen für die Tiere? Ja. Wir haben aktuell genug Heu eigentlich gelagert. Und die Wiese wächst eigentlich recht zügig. Also wir können mal eine Rutsche verkaufen. Okay. So, mal ein bisschen Kohle noch mit dazu kriegen. Deswegen verkaufen wir die jetzt. Theoretisch hast du recht, theoretisch können wir sie gebrauchen, ja. Ja gut, dann halt bei der nächsten Kuhre. So war der Plan, ja. Genauso wie dann auch wieder die Strohballen, wenn der Hafer dann soweit ist und der Weizen, ne, haben wir glaube ich angesehen. Mhm. So, eben hier kurz ein bisschen noch schieben, so. Zack. Ein bisschen dann, was haben wir vor uns? Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt hier einen Ballenwagen voll kriegen, ob es zwei werden. Ich werde auf jeden Fall die Ballenhöhe bis drei stapeln. Ich habe zuerst überlegt, mir jetzt hier noch von Argusin diesen kleinen Ballenwagen zu... Ne, diesen Stapler, den wir schon mal hatten. Wir hatten doch schon mal dieses eine Gerät, mit dem man die Ballen übereinander stapeln konnte. Kannst du dich noch erinnern? Mhm. Du meinst jetzt den Wagen, der selber aufgesammelt hat, oder? Ja, den auch. Und dann gab es doch noch diesen, der drei Ballen übereinander gestapelt hatte. Ach so, ja. Im 17er. Ja. Den hatten wir ja, glaube ich, auch mal benutzt. Den gibt es ja jetzt auch wieder im 19er. Da hatte ich zuerst überlegt, ob wir den noch uns... mieten, dass wir damit Ballen übereinander stapeln, ne? Und dann, dass wir drei übereinander haben und dann das drei auf einmal. Da habe ich mir überlegt, wir haben nur eine normale Ballengabel. Das hätte von der Höhe her nicht gepasst. Ich glaube, da bräuchten wir einen Telelader. Ich glaube, der hat diese Ballengabel, mit dem man auch vernünftig drei übereinander stapeln kann und aufladen kann. Ich vermisse so ein bisschen die Gabel aus dem Strohbergungs-Addon. Da gab es ja diese mit dem automatischen Zugreifer. Also nicht automatisch, sondern mit diesen Haken, den Klauen. Da war das Ganze deutlich, deutlich einfacher. So eine Gabel vermisse ich noch ein bisschen. Aber ich denke mal auch, dass da noch eine kommen wird. Ne, wir sind ja nun mal auch relativ am Anfang vom LS19. Da müssen wir immer berücksichtigen. Ne? Da kommt noch viel. Ey, jo, das denke ich auch. Mal gucken, dass ich hier vernünftig stapel. Das ist glaubst du, wie viel bringt denn das, wenn du das alles verkaufst? Oh, ich rechne so vielleicht mit 5.000 bis 10.000 Euro. Nur, meinst du? Ja,
ich setze immer niedriger an, als es dann im Endeffekt ist. Hallo? Okay. Du weißt, dann wird man nicht enttäuscht, wenn man mit mehr rechnet. Ja, gut, klar. Das stimmt. So. Jetzt habe ich hier schon mal drei. Ich habe die ein bisschen weit vorne hingestellt. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob das überhaupt hier passt. Mhm. Ja, ach so, apropos. Wenn alles so klappt, wie mein Schatz und ich uns das vorstellen, dann sollte es eigentlich heute Abend um 20 Uhr wieder einen Livestream geben. Denke ich mal. Nicht aus dem LS. LS ist freitags, das wisst ihr. Hatten wir jetzt eigentlich schon ernsthaft uns überlegt, was wir heute Abend machen wollen? Mm-mm. Nee, ne? Nee, also Gedanken war kurz mal Forest. Alt. Und ansonsten Also eigentlich sind wir uns noch nicht geworden. Deswegen, also lasst euch mal überraschen. Was kommt? Es kommt auf jeden Fall ein Livestream. Lasst euch mal überraschen, wovon wir. Wir sind uns, ihr seht das ja, selber noch nicht ganz sicher, was wir machen. Lasst euch überraschen. So. Jetzt, genau. Ansonsten können wir es ja auch so machen, dass wir es dann wirklich auch ein bisschen rechtzeitiger ankündigen. Ja, ja. Wenn wir es wissen, wenn wir uns entschieden haben, ja, dass wir einfach wissen, was kommt. Du meinst, dass sie dann wieder schon mal im Chat sein können und sagen können, wo bleibt ihr denn? Wenn ich dann wieder. Ja, ja. Wenn ich dann wieder zu spät komme. Ja. Ja, das wäre mal eine arke Möglichkeit. Jetzt habe ich gebremst und jetzt ist der Ball nach vorne von der Gabel geflogen. Ja, geil. Und das, obwohl ich angewinkelt habe, okay? Ich habe schon 4 Ballen verladen, mein Schatz. Unglaublich, oder? Ja, ich meine, es sind ja auch nur ein paar mehr. Es sind ja auch nur ein paar mehr. So vielleicht 5. 10. 30. Ja, ich bin schon gespannt, wenn dann endlich mal das Ganze mit Skripten und sowas funktioniert. Bin ich gespannt, wann es oder wie lange es dauert, bis der erste Autoload-Ballenwagen da ist. Es gibt es gibt nur diesen, den normalen, diesen Argusin, also den reellen Autoloader. Mhm. Aber so ein richtig, weißt du, so richtig so Ballen-Autoload, ne? So wie wir hatten, so einen gibt es noch nicht, nein. Weil da irgendwie, ich glaube, da fehlt das Skript noch oder sowas. Ich glaube, okay. Der ist noch nicht richtig freigegeben. Aber ist ja auch eigentlich gar nicht so schlimm. Wobei. Ach, es würde halt schneller gehen. Das ist ein bisschen mühsam, jetzt alles mit der Gabel aufzuladen. Ja, ein bisschen. So, jetzt muss ich mal eben kurz den Ballenstab ein bisschen drücken. Ich hoffe, das klappt. Weil die sind mir jetzt doch. Ich dachte eigentlich, ich könnte noch, wenn ich ein bisschen weiter vorlade. Hinten noch einen Ballen zusätzlich drauf, aber ne. Wir passen da drauf. Entschuldigung. Ging fast in die Hose. Na. 1, 2, 3, 4. Also 8, 16, 22. Ne, Moment. 8, 16, 24. Ich denke mal so 24, wenn man realistisch von der Höhe bleibt. Ich glaube, ich würde mit der Ballengabel würde ich wahrscheinlich noch eine vierte Reihe oben drauf kriegen. Aber ich sage jetzt mal so rein optisch, so 3 Reihen hoch. Das ist ja auch das, was dieser Argusin, der normale, von sich aus stapeln kann. Mhm. Okay. Na gut, was denkst du, wie viel kannst du aber schon 2-3 Mal fahren? Ich denke es auch. Erstmal muss ich jetzt sehen, dass ich die Ballen da überhaupt mal raufkriege. Überhaupt mal einen Anhänger voll kriege. Ist ja auch immer so eine Sache, ne? Ballen
stapeln auf einem Anhänger. Mhm. Ja, du kriegst das hin. Bin ich ganz, ganz zuversichtlich. Oh oh. Miu, miu. Sprach's und schmiss fast den ersten Stapel wieder runter. Der Hänger komplett offen. Ja. Sogar hinten gar keine Absperrung, wo du die gegenlehnen kannst. Nee, die hab ich absichtlich abgemacht. Wobei ich mir jetzt gerade auch überlegt habe, warum ich mir denn diesen Ballenanhänger zugelegt habe. Okay. Und nicht den neuen Standardballenanhänger. Der hat ja dieses Gitter drumherum, wo du hinten quasi gegenfährst. Und dann quasi, also du machst ihn auf der einen Seite auf, fährst das Gitter hoch. Dann lädst du auf die andere Seite rüber und machst dann das Gitter zu. Das ist so der neue Standardballenladewagen. Mhm. Und ich habe halt den aus dem Mottab haben wir jetzt hier, weil der halt auch, ich habe mir gedacht, der kann besser oder ist besser für Paletten geeignet, auch wenn wir mal welche holen müssen, als dieser geschlossene. Aber ich glaube, das war ein kleines falsches Denken. Aber wobei es geht. So schlimm sieht es gar nicht aus. Der Gift hat Schlimmeres. Bist du fertig mit Pressen? Ja. So, oh, mal hier. Zack, zack, zack. Können wir ja, eigentlich könnte ich auch zwei Ballen, das hat gerade auch funktioniert. Machen wir mal. Testen wir das mal. Du musst zwar ein bisschen langsamer fahren. Stapeln wir mal zwei übereinander. Hätte ich vielleicht doch den Argusin mir holen sollen. Jetzt fahren wir rückwärts hier. Wobei, was kostet er denn? Warte mal. Ich bin mal ganz kurz im Shop. Nicht wundern, wenn es gleich ein bisschen ruckelt oder so. Was kostet denn der? Stell den mal ungewaschen in die Garage. Ja. Fällt nicht auf. Nein, nein, nein. Den Schlepper oder den Anhänger? Die Ballenpresse. Okay. Das war falsch. So wollte ich. So, jetzt muss ich mal schauen. Ja, du musst zum Händler. Okay. Ich wollte nur gerade gucken, ob aktuell irgendwas ist, was ich machen kann, aber in dem Fall gehe ich zum Händler. Ja, dürfte gerade ein bisschen haken, weil ich gerade... Ja, ich komme gar nicht voraus. Jetzt. Okay. So, was kostet mich der? Achso, der kostet auch so viel, okay. Also mit dem Traktor oder ohne? Mit dem Traktor. Okay. Das wäre halt so der Ballenwagen. Nee, ich könnte vielleicht eher mal gucken nach. Ich glaube, Teleskoplader waren das, ne? Ja. Die haben die etwas größeren Ballenspieß. Ah, wir müssen uns vielleicht mal über kurz oder lang einen Teleskoplader zulegen. Mhm. Ja, weil da der Ballenspieß etwas größer ist. Oder es gibt mal einen vernünftigen Frontlader-Ballenspieß. Als Mod vielleicht in Zukunft. Sowas wie der im Strohbergungs-Addon, so ein Bressel und Lade. Drei Ballen übereinander mit Haken zum Fixieren. Die wären auch nicht schlecht. So, mal gucken, dass das hier mit den beiden... So langsam kenne ich die Wege hier schon. Das ist gut, dann fühlst du dich aber auch zu Hause. Dann ja. Hast du dich mit der Map aber ordentlich angefreundet. Wenn das funktioniert, dann... Ist so, wenn du anfängst, die Wege auf einer Karte zu kennen, nach kurzer Zeit, dann magst du die Karte auch. Ja, das stimmt. Ja gut, die sind auch nicht so schwer, die Wege, aber du weißt ja bei meiner Orientierung... Ja. Ist das eigentlich schon grandios, ne? Ich finde mich jetzt zurecht. Langweilt mich auch gar nicht. Ich finde die immer noch total schön. Die ist auch. Also ich finde es cool und Tunebomb muss auf jeden Fall auch weitermachen und die fertig machen. Oder weitermachen. Ich finde die auch, ich finde die cool.
Okay, was auch immer das jetzt ist, was da steht. Das ist der Ballenstapler. Habe ich auch noch nie gesehen. Den hast du nie? Haben wir den nicht benutzt? Also ich kann mich an den nicht erinnern. Okay. Du musst mal gucken, zeig's mir mal, wie der funktioniert gleich. Ja. Eigentlich recht simpel gehalten. Also wirklich, es ist eigentlich ein sehr relativ einfaches Prinzip mit dem. Du musst halt nur das Anfahren auf die Ballen zu, ist halt ein bisschen, ja, muss man gucken, dass man wirklich trifft. Aber so rein vom Arbeiten her ist das Ding eigentlich sehr gut. Macht auf jeden Fall Spaß, sagen wir es mal so. Kannst du mal bitte aufhören, sie umzuschmeißen? Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin gerade noch falsch abgebogen. Okay. Oder nicht abgebogen, sagen wir so. Ich hätte abbiegen sollen und bin geradeaus weiter geschossen. Oh, das ist doof, das kenne ich. Ne? Moment, da muss ich rum! Das Problem ist immer, wenn du unterwegs bist und du fährst oft den gleichen Weg. Und du willst aber heute woanders hin, fährst du, wenn du in Gedanken bist, genau den alten Weg. Ja. Rein aus Gewohnheit. Definitiv. Kenne ich zu Genüge. Oh, du hättest da abbiegen, egal. Geh mal halt dahin. Ja, so ungefähr. Gut, müssen wir schauen, wo bist du denn? Noch auf der 31. Gut, dann schießt ihr hier gleich durch die Büsche. Das habe ich gesehen, ich hab's auf Kamera. Neu. Dann dreh ich mir den Hintern zu, das kann ich gar nicht sehen. Also, hängst du dir das Ding dann ran in den Fall? Nee, du machst das, mein Schatz. Gut. Ich klappe es mal auf mit X. Da tut sich nichts. Kann man vorwärts. Hä? Warte mal. Ach so, Entschuldigung, mit B. So, pass auf. Jetzt fährt das Ding hier quasi. Ich fahr mal gerade. So. Jetzt musst du den Ballen der Länge nach. Also nicht quer. Stopp, warte. Der Länge nach. Du fährst einfach so, dass der Ballen hier lang läuft und da reinläuft. Okay. Aber von der Länge, nicht quer. Ganz stapelt wichtig. Die dreimal in die Höhe. Genau, da stapelt er drei übereinander und dann kannst du die quasi abstellen auf dem Feld. Ah. In dem Falle kannst du drei übereinander stapeln und kommst dann mit dem Wagen einfach hier zu mir gefahren, weil du kannst sie dann quasi auch abstellen, wo du möchtest. Ah ja. Du musst sie nicht sofort an Ort und Stelle stehen lassen. Jetzt kann ich jetzt kopieren. Das ist ein simples Gerät eigentlich. Ja, das macht Sinn. Das erleichtert es ja. Ah jo. Er ist jetzt natürlich erstmal nur gemietet. Ja, aber das wird sich auch lohnen zu kaufen. Ja, wobei ja, ich da noch überlege, den Ballenwagen dann dementsprechend zu tauschen. Vorher noch. Aber da schauen wir mal. Hat das jetzt genommen? Ja, mit rübergefahren hat das genommen. Oh, perfekt. So, aber, Sweetie, ja? Wir sind am Ende der Folge angekommen. Liebe Lüt, das soll es mit der heutigen Folge auch schon wieder gewesen sein. Wir beide sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentare bei uns beiden da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut, und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.